Hallo liebe Deutschfreunde, dieses Video ist für ein sehr komplexes Thema in der deutschen Sprache. Das Thema von heute heißt die Adjektivdeklination. Was ist das? Wie funktioniert das? Ich zeige es euch jetzt. Also, die Adjektivdeklination. Wir haben immer eine Gruppe. Ein Artikel plus ein Adjektiv plus ein Nomen. Artikel plus Adjektiv plus Nomen. Und jetzt sehen wir, dass das Adjektiv immer eine andere Form hat. Die Form vom Adjektiv ist immer ein bisschen anders. Das Ende ist immer ein bisschen anders. Manchmal E, manchmal S, manchmal R und sehr oft N. Wann benutze ich E am Ende? Wann benutze ich S am Ende? Wann benutze ich N am Ende? Das sind die Regeln der Adjektivdeklination. Ich zeige euch ein paar Beispiele. Eine leckere Pizza Fungi. Wir essen eine große Pizza. Hier haben wir so eine Kombination. Eine große Pizza. Artikel plus Adjektiv plus Nomen. Und wir benutzen E am Ende vom Adjektiv. Im Nominativ und im Akkusativ haben wir E. Im Dativ und im Genitiv haben wir N. Warum? Ja, wie funktioniert das? Das lernen wir heute. Hier ist ein großes Schiff. Ja, da können Autos hineinfahren und die Autos werden transportiert. Das ist ein großes Schiff. Großes mit S. Dativ mit N. Nominativ, Akkusativ mit E. Ja, oder mit N. Viele, viele Formen. S, E, N. Heute lernen wir die Regeln. Und noch ein Beispiel. Das Wetter ist super. Die Sonne scheint, es ist warm. Heute ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Manchmal mit E, manchmal mit N. Wie funktioniert das? Große Pizza, schöner Tag, großes Schiff. Wie kann ich die Formen lernen? Das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch das System der Adjektivdeklination mit drei Regeln. Regel 1, Regel 2, Regel 3. Also, wir haben die Kombination Artikel plus Adjektiv plus Nomen. Regel Nummer 1. Die Regel Nummer 1 ist, wir benutzen immer N für das Adjektiv Ende. Nochmal, wir benutzen N für das Ende vom Adjektiv. Schön, schönen. Groß, großen. Gut, guten. Wir benutzen immer N für das Adjektiv, für diese Kombination. Und zwar im Dativ
habe ich immer schönen, guten, neuen, blauen, weißen, grünen, N. Im Genitiv. Habe ich immer diese Kombination mit N. Im Plural. Ja? Und das kann Nominativ sein. Das kann Akkusativ sein. Das kann Dativ sein. Das kann Genitiv sein. Plural, das Nomen im Plural, dann ist das Adjektiv immer N. Okay. Dativ, Adjektiv mit N. Genitiv, Adjektiv mit N. Plural, das Nomen im Plural, Adjektiv mit N. Und 1, 2, 3, 4. Maskulin im Akkusativ. Also einen, ja, oder den mit N. Das ist unsere Regel Nummer 1. Ja? Wir sagen alles mit N. Adjektiv immer mit N. Wenn ich Dativ habe, wenn ich Genitiv habe, wenn ich Plural habe, wenn ich Maskulin, Akkusativ habe. Was ist mit dem Rest? Ja, das sind nicht alle. Was ist mit dem Rest? Was ist mit Feminin, Akkusativ? Was ist mit Neutrum, Akkusativ? Was ist mit Nominativ? Stay tuned. Jetzt kommt Regel Nummer 2. Für den Rest, Regel Nummer 2, haben wir 2 Optionen. Wir haben 2.1 und auch 2.2. Also, für den Rest muss ich schauen, welchen Artikel ich benutze. Wenn ich der, die und das benutze, dann ist das Adjektiv immer, weißt du es schon, dann ist das Adjektiv immer mit E. Wenn ich der benutze, der Schöne. Wenn ich die benutze, die Schöne. Wenn ich das benutze, das Schöne. Cool, das ist schon 2.1. Wenn ich den Artikel ein benutze und wenn ich den Artikel mein benutze, also Possessivartikel, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, alle Formen. Wenn ich ein benutze, mein oder kein, kein, dann nehme ich für das Adjektiv das Ende vom Definitartikel. So, wie funktioniert das? Also wir haben Maskulin. Da benutze ich R für der. Ja? Mein Schöner. Wenn ich Feminin benutze, ja, zum Beispiel die Tasche, Feminin, dann nehme ich das E von die. Meine schöne, meine neue Tasche. Und was ist mit Neutrum? Richtig, es von das. Mein neues Buch, das Buch. Mein neues Buch. Mein, zum Beispiel das Buch, das Hemd, mein schwarzes Hemd. Wunderbar. Das heißt, Regel Nummer 1 ist alles mit N. Dativ, Genitiv, Plural, Maskulin, Akkusativ. Und für den Rest ist Regel Nummer 2. Wenn ich der, die das benutze, brauche ich ein E. Und wenn ich mein
ein oder kein benutze, dann brauche ich diese Balance, ja? Dann habe ich noch die Information von der, die und das. Cool, das ist die Regel Nummer 2. Ich habe gesagt, es gibt 3 Regeln. 1, 2, 3. Was ist Regel 3? Ich zeige es euch. Regel Nummer 3 brauche ich, wenn ich keinen Artikel habe. Wenn ich keinen Artikel habe, das ist zum Beispiel typisch in der Zeitung. Ich schreibe nur den Titel, ja, ein kurzer Titel, dann benutze ich keinen Artikel. Ich benutze nur Adjektiv plus Nomen. Und was passiert? Was mache ich? Ich benutze das Ende vom Definitartikel und mache es ans Ende vom Adjektiv. Und ich zeige euch jetzt die Formen. Das hier sind die bestimmten Artikel, die Definitartikel. Da haben wir im Nominativ der, das, die Plural, Akkusativ den, das, die, Dativ dem, der, den und Genitiv, das lernt man sehr spät auf Level B1, des, der. Okay, das sind die bestimmten Artikel. Das sind nicht die Adjektivendungen, ja. Der ist der Artikel. Aber ich benutze das Ende vom Artikel für das Adjektiv. Schaut mal, das ist ein typischer Titel in einer Zeitung. Und dann haben wir der, das, die. Auch hier maskulin, neutrum, feminin, plural. Und ich benutze das Ende vom Artikel für das Ende vom Adjektiv. Der, freundlicher. Das mit S, gebrauchtes. Die mit E, zuverlässige. Und die im Plural, seltene. Akkusativ. Das System ist gleich. Den, N, das, S, die, E und E. Dativ. Dem, der, den. Aha. M, R, N. Ja, ich benutze die Information. Ich habe keinen Artikel. Also kommt die Information vom Artikel auf das Adjektiv oder an das Adjektiv, an das Ende vom Adjektiv. Und das letzte, der Genitiv, hat 2 neue Formen. Nur beim Genitiv sind die Adjektivendungen nicht wie die Artikel, sondern da haben wir NNRR. Ja? Der Artikel ist SSRR. Für das Adjektiv aber brauche ich NNRR. Super gut. Das war alles. Ja? Das war viel oder wenig. Naja, man muss es jetzt trainieren. Regel Nummer 1, alles mit N. Dativ, Genitiv, Plural. Maskulin im Akkusativ. Regel Nummer 2. Welchen Artikel benutze ich? Ja, also der, die, das ist immer mit E. Und ein, mein, kein ist dann mit R, S, S, E, E. Und wenn ich keinen Artikel habe, dann kommt die Information vom Artikel an das Adjektiv. Viel Erfolg beim Üben und das war's. Bis zum nächsten Mal.